Und jetzt, vor kurzem, habe ich noch Informationen bekommen, die Erkenntnisse bekommen, wie man sich verjüngert und eigene Körper verbessert und auch gesund wird in die Zeiten von die neue Energie, die auf unserer Erde zukommen, in diese Veränderungszeiten. Es ist so, dass wir könnten selber diese Lebensenergie produzieren, nur im Kindesalter, das heißt, bis wir 7 werden. Bis 7 Jahre können wir diese Energie produzieren. Danach benutzen wir nur die gespeicherte Energie. Und das ist jede einzelne Seele, die zurzeit auf der Erde lebt, ist nicht zufällig hier. Jede einzelne Seele, die hierher gekommen ist zurzeit, hat eigene bestimmte Ziele und eigene bestimmte Möglichkeiten. Das könnte heißen, dass praktisch unbegrenzte Möglichkeiten von uns stehen. Aber für uns ist es auf jeden Fall wichtig, das zu lernen, die zu benutzen. Und die Nummer eins ist die Möglichkeit und Kenntnisse, wie wir die Energien von unserem Körper benutzen. Also man kann nur versuchen, diese biologische Uhr zu verlangsamen, aber man soll nie im Leben versuchen, die zu stoppen. Und das hat nicht nur die Wirkung, dass man sich verjüngt, sondern auch, dass man von mehreren Krankheiten, die altersbedingt ist, die mit Dystrophien, also praktisch fast alle Krankheiten sind damit verbunden. Und man befreit sich auch von solchen Krankheiten. Man wird genauso gesund wie in Jugend. Und ich habe das schon gemacht und es hat wirklich gewirkt. Und zurzeit werde ich noch gerne eine Meditation anbieten. Das heißt, wir arbeiten mit eigenen Zellen, wir treten mit eigenen Zellen in Kontakt. Das heißt, jede einzelne Zelle besitzt eigenen Verstand und sie hat auch eigene Erinnerung, die alle zusammen wie eine biologische Erinnerung von unserem Körper nennen können. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich würde noch eine Meditation geben, die man auch sehr gut zu Hause machen kann. Und das heißt, man verabschiedet sich von den Ängsten von Vergangenheit sozusagen und auf eine beliebige Art, was das sein könnte. Man kann sich wirklich von den Ängsten und sogar von psychischen Zuständen, von Phobien befreien.